Eine Blattwespe. Auf der Blüte. Genau. Das widerspricht sich selbst. Sie sind häufig. Sie kommen fast in ganz Europa vor. Vom Mittelmeer bis nach Norwegen. Offener Föss. Die sind schwierig zu filmen. Ja. Und das hier ist... Die gemeine Wiesenwanze. Na, man sieht es den Augen an, das sieht gemein aus. Oh. Doch. Und wieso findest du das? Ja, Schlitzaugen so nach vorne, das sieht richtig gemein aus. Sie hat doch schöne Farben. Ja, ja, gemeine Farben. Ja, und das Gemeine ist, sie trägt hinten auf dem Rücken ein Herz, oder? Ah, das ist gemein. Ja, das kaschiert ihre Bosheit, oder? Okay. Was frisst sie eigentlich? Ich glaube, verschiedene Pflanzen, die sie ansticht. Ja, sie blöterlet, also vorne am Rüssel eine kleine Nahrungsblase. So. Und hier versteckt sich eine Bohrfliege. Sie bohrt. Oder auch noch, warum nennt man sie so? Ja, sie bohren verschiedene Pflanzen an, ja. Bist du sicher? Weil sie hat einen Saugrüssel. Das habe ich vergessen. Wir haben einmal gesprochen über die Bohrfliegen. Haben wir das? Ja, das haben wir, ja. Oder vielleicht vom Nils Bohr. Ah, doch, mir ist es wieder in den Sinn gekommen. Die Weibchen, die haben so einen langen, wie sagt man hinten, einen Legebohrer. Und dort bohren. Mal, das ist ein Säuschnürli, ja. Ein Schweineschnauz. Fast, Säuschnürli, ja. Sagen wir. Ja. Also. Ja. Nein, aber sie bohren mit dem Legebohrer in die Pflanzen, um die Eier zu legen. Genau. Okay. Also Säuschnürli, das ist in Schweizerdeutsch Schweineschnauz, das ist der liebevoll gemeint immer. Ja, ja. Mit Li. Alles, was bei uns mit Li endet, ist liebevoll. Genau. Ja. Der Hansli, das ist der kleine Hans. Und das Grätli, der Schnürli, also der Mund. Und sie hat sehr schöne Augen. Hm? Ja, die Farben. Ja. Und hier ist sie wieder beim Blöterle. Also wenn sie so Blasen macht, die Magenflüssigkeit nach außen gibt. Wir hatten schon mal eine Wespe, die das sehr schön demonstriert hatte. Um sie dann auch an der Luft zu oxidieren. Also ich bin davon überzeugt, es geht hier um den Sauerstoff, dass das oxidieren muss, damit es verdaubar wird. Ja, das ist... keine Bauchschmerzen gibt oder so. Ja, mit ihren Enzymen das aufspalten können. Und sie hat das sehr ausgiebig und mit Ruhe gemacht. Fast so wie wir früher mit unseren Kaugummis, oder? Ja, Bazooka-Kaugummi. Ja, genau. Gibt es den noch? Ich denke nicht. Ich habe keine Ahnung. Das waren immer so Klumpen. Sie waren so süß. Ja, ja. Und der Kiefer hat geschmerzt am Schluss vom Kauen. Ja, aber eben, wir sind hier bei der Blöterle. Der Bohrfliege. Sie sind klein. Ja. Und das ist die Ringeltaube. Ja?
Genau. Ja, und sie hat auch gestaunt wie wir, oder? Dass man das so machen kann. Ringeltauben, wo gibt es sie? Sie leben eigentlich fast überall, auch in Städten und Dörfern und Wäldern. Die Nester, die bauen sie auf Bäumen. Und sie ist, ich denke, die größte Taube in Mitteleuropa. Mhm. Sind das die immer so, uhu, uhu? Nein, ich das ist die Türkentaube, die Türken so macht. Die Türkentaube macht uhu. Ja. Hier haben wir, die Filmaufnahmen waren aus der Hand und mit der Software Zoom. Und deshalb haben wir hier, damit man noch etwas besser sieht, die Fotos hineingestellt. Und sie macht da auch elegante Vorführung. Ja, sie streckt sich. Ja. Sieht sehr zufrieden aus. Das ist ein spezieller. Da. Ja, der dunkelschenklige Kurzdeckenbock. Das kann man fast nicht aussprechen. Ja, deshalb sieht man ihn selten, oder? Ja. Der schämt sich für diesen Namen. Wahrscheinlich, wir haben ihn nur einmal angetroffen. Ja, ja. Sehr lange Fühler. Ja. Ja, extrem. Ist der Tag oder Nacht aktiv? Das weiß ich nicht, er lebt einfach so in Waldlichtungen. Wir haben ihn am Waldrand gefunden, oder? Ja. Ja, die Schenkel sind schon etwas ganz Spezielles. Ja, ich habe noch gesucht, ob das eine Bedeutung hat, diese dicken Schenkel, aber ich habe nichts gefunden. Das hätte mich noch interessiert. Es sieht so aus, als wären das Muskelpakete, um die Beine zu bewegen. Das kann sein. Und der Käfer selber, der lebt von Pollen, er frisst Pollen. Ja. Und die Larven, die leben in totem Holz. Mhm. Und die Entwicklung, die dauert 2 Jahre. Okay. Warum hat er Zangen vorne, wenn er Pollen frisst? Sieht aus, wie, als wäre er ein Räuber. Das ist vielleicht zum Schaufeln. Ja, Schneeschaufeln. Also so. Jawohl, kaum. Also ich habe den Eindruck, er frisst andere Insekten mit diesen Klammern. Und die Fühler dienen dazu, um sie aufzuspüren. Es kann schon sein. Aber vielleicht ist mein Eindruck falsch. Dieser Schildkäfer, he? Ja. Er hat einfach ein Schild und fertig. Mehr braucht er nicht. Ich habe ein Foto gesehen und er hätte schon einen Kopf. Ah, das ist nicht wahr. Ja. Ich dachte, er kann ihn zurückziehen. Er sieht so aus wie ein UFO irgendwie. Ja. Hier der Schilfkäfer. Genau. Und er ist auf einem Schilfstängel. Ja. Und er war etwas weiter vom Weg entfernt. Wir konnten das nicht stabilisieren. Aber es war fast windstill. Ja. Zum Glück. Also Schilf, man trifft ihn am Wasser. Genau. Oder bei Tümpeln. Ein Tümpel. Wir haben nicht viele gesehen bis jetzt. Nein. Weil es gibt ganz, ganz verschiedene Arten. Wir sind auch selten im Wasser, also eigentlich nie. Ja, am Tümpeln aber schon. Ja, aber am Rand ist, ja, trifft man sie selten. Ja. Das war im Naturschutzgebiet am Neuenburger See. Ja.
Ja, das wär's. Bis später. Bis dann. Musst du mal hören, wie manchmal dass du und gesagt hast. Oh, du hast viel gesagt, wie es hier sehen wir. Ja.